Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner mit einer neuen Folge No Man's Sky. Ja, wie ihr seht, wir sind hier immer noch an dieser Station. Wir könnten jetzt eigentlich mal ein paar Sachen verkaufen, damit wir die Taschen leer kriegen, Leute. Das werden wir vielleicht sogar machen. Im Moment sieht es ein bisschen eintönig hier aus. Sollen wir mal rein, der kauft ja nichts, ne? Hast du dich erschreckt? Wissenschaftler, mal gucken. Nein, das hat nicht dein Gesicht. Achso, das hatten wir ja schon gesehen. Nee, wir wollen dir nichts weitergeben. Ja, wie gesagt, es geht weiter mit No Man's Sky. Wir sind immer noch auf diesem schicken Planeten vom letzten Mal. Und wir nehmen mal ein paar Kohlenstoff hier weg. Was haben wir denn hier? Multiwerkzeug. Meilenstein erreicht. Sehr schön. Zweite Lebensform entdeckt. Wir werden mal wieder mit dem Raumschiff ein bisschen. Okay, Tab drücken wir mit Inventar. Iridium haben wir nicht. So, wir machen jetzt Bergbaustahl. Den setzen wir ein bisschen voll. Er ist nicht ganz voll geworden, habe ich gerade gesehen. Wo ist unser Raumschiff? Da, nee, da ist unser Raumschiff. Wir werden mal noch, wie viel? Wir werden mal noch das mitnehmen. War schlecht geschossen, Leute. Oh, Lebenserhaltung ist wieder offline hier. Der will mich wieder ärgern. Plutonium haben wir dabei. So, wir werden mal losdüsen und werden mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich sehe mal hier noch irgendwas Schönes. Da hinten ist wieder ein Fragezeichen, da düsen wir jetzt mal hin. Ja, ist wieder so ein richtiger trostloser Planet. Ich finde diese Planeten einfach nur furchtbar. Aber wir werden jetzt mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar irgendwelche Lebensformen, denen wir mal einen Namen verpassen können. Haut mir doch mal ein paar Namen rein in die Beschreibung oder als Kommentare. Wo ihr, welche Namen ich geben soll, falls ich irgendwelche Viecher treffe. Die könnt ihr entscheiden, oder wenn wir einen Planeten mal benennen können, könnt ihr mir gerne mal einen Namen sagen, den ihr vorstellt. Oh, schlecht gezielt. Ich glaube, es hat sich schon wieder verstellt hier. Die geht alle zu schnell. Ich stelle nochmal nach. Optionen. Ach nee, Steuerung. Da haben wir die Steuerung. Kann man das gar nicht einstellen? Optionen. Okay. Ist ja doof. Na gut. Dann düsen wir erstmal da runter. Hier sind irgendwelche Viecher, aber ich sehe die immer noch nicht. Da drüben ist noch eine Station. So, wir gucken hier mal rein. Ein Dolch haben wir bekommen. Ein. Ach, das sieht rot. Ich wollte gerade sagen, was sind da schon wieder? So, wir interagieren mit der. Mit der Station hier. Und wir haben den nächsten Punkt. Afriko. Von uns entdeckt. Hier war immer noch keiner. Und da haben wir noch eine Kapsel. Die werden wir uns gleich mal angucken. Technologie entdeckt. Beschleunigungstest. Beschleunigtes Feuern. Tau. Nickel haben wir. Platin fehlt uns. Platin können wir gebrauchen. Dann können wir das Ding bauen. Hier hat wieder einer sein Häuschen hingehauen. Ich war's nicht, Leute. So, und dann werden wir mal zum Raumschiff düsen. Da ist das Raumschiff. Und wir werden mal weiter erforschen. Wenn nicht, werden wir einfach ganz frech zum nächsten Planeten fliegen. So, dass wir mal ein paar angucken können. Wir haben ja genug zur Auswahl. Es sollen ja 18 Trillionen, haben sie, glaube ich, geschrieben, Planeten geben. Da haben wir eine Menge zur Auswahl. Und viel werden wir nicht verpassen. Was ist denn das jetzt auch für ein Signal da? Na egal. Düsen wir erstmal weiter. Da ist noch eine Station. Da düsen wir mal hin.
Oder was sagt ihr, wenn, soll man einen anderen Planeten anvisieren, wo ein paar mehr Tiere sind? Obwohl das hier sehr interessant ist. Hier landen wir mal. Das ziehen wir uns mal rein. Also hier ein Fragezeichen. Ich möchte gerne in die Höhle rein. Vorher werden wir die Waffe noch hochjagen. Von der Leistung her. Damit wir... Eisen fehlt uns. Wir werden das Ding mal richtig vollhauen, damit wir Energie haben. Falls uns irgendwelche Viecher da begegnen. Halt mal, hier haben wir Eisen. Wir brauchen Eisen, um eine, unsere Waffe zu erweitern. Haben wir nochmal Eisen? Sehr schön. Müsste gleich 20 Eisen haben. So, wir schauen mal nach, ob wir das Ding jetzt aufrüsten können. Jo, wir können's. Und wir haben's. Optische Verbesserung, Kreaturenentdeckungssystem. Okay, werden wir mal schauen hier. Wir scannen mal. Weil ich würde gerne mal hier in die Höhle rein, Leute. Sieht schon sehr sonderbar aus. Aber es sieht so aus, als ob wir hier nicht sehr weit kommen. Können wir die zerstören? Ja. Was können wir noch aufrüsten hier? Modifizieren. Blitzwerfer. Okay, Plasmawerfer. Reichweitenerhöhung. Strahlenfokus. Okay. Das werden wir später noch machen. Das werde ich mir mal genau mit euch angucken. Ich würde gerne mal sehen, ob hier Viecher ist. Ja, ist ja gut, wir müssen nur hier durch. Oh! Wir werden hier mal kurz durchkrauchen. Ah, wir kommen nicht weiter. Also wieder zurück zum Raumschiff. Wir werden jetzt von hier mal abdüsen. Ich will mal einen anderen Planeten erstmal angucken. Würde mich auch mal interessieren, einen anderen Planeten noch zu sehen. Gut, es ist zwar sehr öde hier, aber ziemlich cool. Boah, ich glaube, ich knall gegen die Wand. So, ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal oder gehen wir da noch ran? Wir gehen da noch ran. Da, von da sind wir eben gekommen, ne? Ja. Ah, nee, da ist noch eine Erweiterung. Das ist eine große Kapsel. Ich habe durch einen Arbeitskollegen erfahren, dadurch kann man sein Equip noch aufstocken, dass man mehr Inventarplätze hat. Und das ist natürlich sehr wichtig. Brauchen wir. Wir brauchen hier noch die, wir werden hier noch diesen Standpunkt mitnehmen. Da haben wir's. Nuyoba-Wüste. Entdeckt von mir um 22:38. Und da haben wir eine große Kapsel. Mal sehen, was wir hier drin finden. Anzug-Upgrade. Was wird uns gegeben? Verbessern. Inventarplatz kaufen. Sehr schön. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt nicht. Und habe auch nicht richtig aufgepasst. Weil am Anfang ist es immer ein Durcheinander. Wisst ihr ja selber. Und denke ich mal, ich war sowieso die ersten zwei, drei Folgen war ich hin und weg von der von dem Planeten selber. Und hab das eigentlich gar nicht so mitgekriegt wie ich heute. Wir müssen nicht aufladen, sehr schön. So, und ich würde sagen, wir fliegen noch ein kleines Stückchen rum, gucken mal, ob wir irgendwelche Wesen finden. Ich würde gerne mal ein paar außerirdische Namen geben. Und wie gesagt, schreibt mir eure Namen rein, wie ihr ein paar außerirdische nennen würdet. Völlig egal, ob, wir welche, ob die passen, die Namen, oder nicht. Da haben wir wieder so eine Säule.
Da will ich jetzt mal landen. Das Ding nehme ich noch mit. Und das ist etwas, was. Nee, da war. Hier waren wir noch nicht. Sehe ich schon. So, Wissensstein. Du hast das Wort Reisender entdeckt. Okay. Wahrscheinlichkeit. Und was ist das letzte? Verwirrt. Okay, bin wir jetzt. Wir sind verwirrt. Jetzt schauen wir uns hier hin. Und das Wort Bitte haben wir gelernt. So, Tribut an Helnonikanos. Ich sehe eine seltsame Vision. Blaues Licht dringt aus dem Monolithen, als wären in seinem Inneren ein Vorhang gefallen. Ich höre ein sanftes Gebrabbel von Stimmen und spüre einen vertrauten Geruch im Wind. Ich kann mich nicht an mein Zuhause erinnern, aber ich weiß, dass diese Tür dorthin führt. Ich sehne mich nach einer Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnere. Jeder Zoll meiner Seele möchte den Sprung zurückmachen. Ich blicke in den Himmel und die Unendlichkeit dahinter. Kann ich wirklich meine Reise aufgeben, obwohl sie gerade erst begonnen hat? Wir widerstehen. Okay, wir haben den nächsten Strahl. So, wir gehen wieder zum Raumschiff. Und ich würde sagen, wir düsen einfach mal zum nächsten Planeten. Sagt mir mal, ob wir alles auf so einem Planeten entdecken wollen. Oder ob ihr einfach nur Bock habt, das alles zu lösen. Da ist wieder was, aber das ist keine große Kapsel. So, ich würde sagen, wir düsen mal nach oben. Ich würde gerne mal einen neuen Planeten mir angucken. So, wir laden mal unseren. Oh, das war knapp, Leute. So, wir sind außerhalb des Planetens. Ich würde schon fast sagen, wir gucken uns den an. Was hier in der Raumschiffflotte ist, ein Bösewicht. Erstmal, wenn wir noch. Das ist noch ein Planet, der unentdeckt ist. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal dahin. Was sagt ihr? Sollen wir da mal hingehen? Wenn noch ein bisschen Plutonium und Tamium einfangen, indem wir die Asteroiden hier zerstören. Und ich würde sagen, wir düsen da mal hin. Eine Minute zwölf brauchen wir dafür. Bis zur Ankunft. Und wir werden dahin jumpern, Leute. Und dann ziehen wir uns das Ding mal rein. Boah. War haarscharf, Leute. Wir werden wieder jumpern. 3, 2, 1. Und wir sind da, Leute. Oh, sieht ja wieder so öde aus. Wollen wir uns auch so einen öden Planeten angucken? Lass uns mal weiter düsen. Ich will mal einen anderen Planeten sehen. Da waren wir. Der sieht sehr nach. Sind die alle nur so öde, die Planeten? Diesmal dahin. Wir werden nochmal sicherheitshalber auftanken ein bisschen. Der sieht irgendwie nach Pflanzen aus. Oder was denkt ihr? Ja, ihr müsst viel mehr schlachten in meinem Leib. Aber dafür haben wir Star Citizen. So, Fionichik Ishang. Jetzt sind Namen, ich frage mich, wie die auf die Namen kommen. Jo, und diesen werden wir anvisieren. Er sieht, glaube ich, nach Leben aus. Ich habe den Eindruck, dass man da so grüne Punkte sehen kann. Das könnte Waldgebiet sein. Mal gucken. Würde mich mal erfreuen. Ich würde gerne mal irgendwie sowas sehen.
Und ich würde sagen, wir gucken erstmal uns ein paar Planeten an. Dann geht ja sowieso die Geschichte zum Mittelpunkt der Galaxis so ein bisschen voran. Und wir sind jeden Moment da. Und es sieht schon anders aus. Aber trotzdem sieht es aus, als ob da alles zerstört ist. Ja. Oh, gut. So viel besser sieht es hier auch nicht aus. Scanne mal die Gegend. Hier waren wir schon, oder was? Ja, hier waren wir schon. Nee, hier waren wir nicht. So. Ich muss mich erstmal an die Lenkung gewöhnen, weil die so anders ist. Ja, aber irgendwie sieht es hier nachher nicht aus, Leute. Es sieht aus wie ein Vulkanplanet, Leute. Aber wir haben zumindest ein paar Pflanzen. Einöde. Wir haben eine Einöde entdeckt. Planet, okay. Was war denn da? Was ist das? Interagieren, Überwachungsschiff, okay. Eisen. Auch Eisen, okay. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Mal sehen, was wir jetzt für Außerirdische finden. Oh, hier ist radioaktiv. Wieder so ein Vogel. Ah. Ist mir doch egal, ich will trotzdem mit ihm interagieren. Ach, was soll denn bitte? So. Na gut, dann werden wir jetzt erstmal hier was füllen, dann haben wir ja Platz. Immer noch Inventar voll. Also wenn ich was verkaufen will, kriege ich die Chance nicht. Hm. Oh, Tiere, Tiere. Die sehen ja lustig aus. Da haben wir große, fette Tiere, Leute. Cool, Leute. Ich hoffe, der ist lieb zu mir. Der ist bestimmt nett zu mir. Der sieht ja cool aus. Hi, mein Freund. Du siehst ja cool aus. So. Kann man dich scannen? Kann ich den Namen geben? Kann ich dir nicht geben? Wieso kann ich keinen Namen geben? Kann mir das einer sagen? So, wir werden mal was jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt mal das Multiwerkzeug probieren aufzurüsten. Strahlenfokus, Nachladen, Sigma, Plasmawerfer, die Reichweite, Platin brauche ich dafür noch. Okay. Die sehen schon cool aus, Leute. Hi, mein Freund. Boah, die sehen ja Hammer aus. Guck mal, wie viele Viecher hier rumrennen. Wieso kann ich denen keinen Namen geben? Ich will denen doch unbedingt einen Namen geben. Oh, hier haben wir Platin. Oh. Gut, jetzt haben wir erstmal aus dem Inventar rum, weil jetzt erstmal das Eisen raus. Bewegen, ausrangieren. Eisen ist nicht so wichtig. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir wieder Platz. Was ist da? Rot? Okay, wir gehen mal weiter. Hier ist noch so ein komisches Viech. Guck mal, Leute. Sind das für ein Viech? Wow. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Bist du für ein kleiner Scheißer?
Okay. Da sind noch andere Viecher. Ihr seid der Feiglinge. Was ist denn das da hinten? So, da düsen wir mal hin. Ich hoffe, es ist nicht zu weit. Hier ist es. Flora, okay. Schild. Okay. Wir haben hier eine Menge Tiere. Und riesige Pflanzen, Leute. Kickt euch die Pflanzen an. Das gefällt mir. Kohlenstoff, sehr gut. Kann ich gebrauchen. Ja, sieht schon cool aus, Leute. Also, da haben sie etwas einfallen lassen. So, was haben wir denn hier noch? Cool. Wollen wir mal so ein Viech anschießen? Ich würde die gerne mal sehen. Wie greifen sie mich an? So, hier sind jedenfalls eine Menge Tiere. Und es macht echt Spaß, hier rumzurennen, weil hier so viele verschiedene Tiere sind, Leute. Da ist wieder so ein Flitzer. Ja, das wär's so mit gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nicht, dass sie wieder ellenlang wird. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal sind wir hier, werden uns noch ein paar Tierchen angucken. Vielleicht können wir dann endlich auch mal einen Namen verpassen. Ich werde mich mal schlau machen, wie es funktioniert. Und ja, wir werden den Planeten ein bisschen erforschen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ihr könnt mir einen Kommentar da lassen, wie gesagt, dass ihr mir sagt, wie die Viecher heißen sollen oder wie der Planet benannt werden soll. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Berliner. Bye, bye.